Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Leute, wenn ihr Hintergrundgeräusche hört und ich weiß, es ist sehr dunkel, bitte nehmt mir das nicht böse. Wie ich in Instagram schon gesagt habe, bin ich momentan im Ausland unterwegs, aber nichtsdestotrotz möchte ich euch ein ganz, ganz kurzes, knackiges Update geben und euch natürlich Long, Mid und Short Term sagen, was passiert und warum was gerade passiert. Deswegen bleibt unbedingt bis zur letzten Sekunde dran. Wir werden auch über unsere Trades sprechen. Ich werde auch einen ganz besonderen Chart ganz kurz herzeigen. Aber wie gesagt, es wird sehr viel Information in sehr, sehr kurzer Zeit kommen. Das heißt, ja, bleibt unbedingt dran und bitte Leute, appreciated das. Lasst gerne einen Daumen da, schreibt mir einen Kommentar mit eurem Feedback natürlich. Und ganz wichtig, Leute, abonniert den YouTube-Kanal, aktiviert die kleine Glocke, drückt auf alle, um nichts mehr zu verpassen und teilt dieses Video mit Freunden und Familie, für die das relevant ist. Und dann darf ich auch schon, wie man sagen, zurücklehnen und genießen. Hallo Leute und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Blockchain Now. Für die Leute, die mich nicht kennen oder neu dabei sind, mein Name ist Alessandro und ich bin wie immer der Host dieses Krypto-Videos. Und wie ihr sehen könnt, befinden wir uns auch schon am Wochenchart, Leute. Und am Wochenchart gibt es gar nicht so viel zu sagen. Und zwar, wenn die Wochenkerze so schließt wie jetzt, dann wäre das ziemlich bullish, weil wir sehen einen sehr, sehr guten Bounce vom 200-Week-Moving-Average, mit dem wir jetzt schon seit Wochen kämpfen. Das heißt, dieser Weekly Close wäre gar nicht so schlecht. Am Weekly Timeframe muss man sagen, Leute, ganz klares Preisziel oder nächste richtig heftige Resistance kommt zwischen 58.600 und 31.300 rein. Ihr seht es, das war immer dieser Alt oder den ganzen Bullrun Support, bis wir jetzt eben bei diesem Dump darunter gebrochen sind. Das heißt, ich denke, das wird die schwierigste Zone zu brechen werden und bis dahin halte ich auf jeden Fall unsere Trades offen. Ihr wisst ja, ich bin ja bei dem Pi Cycle Bottom Signal, habe ich ja so kommuniziert, bin ich ja long gegangen. Solltet ihr auch sein, wenn ihr auf uns gehört habt. Das heißt, wir sind hier an dieser Stelle long gegangen. Positionen kennt ihr ja auch aus Instagram. Ich habe mich jetzt nicht bei Bybit angemeldet, Leute, aber ich werde in den nächsten Videos wieder unsere Long-Positionen natürlich zeigen. Das heißt, Einstiegspunkt war sehr, sehr gut. Wir haben ja einen kleinen Hebel verwendet, um einfach diesen Trend zu reiten, weil ich ja gesagt habe, fundamental gesehen glaube ich nicht, dass wir nochmal tiefer gehen. Und eine Sache möchte ich euch noch am Weekly Timeframe zeigen, Leute. Und zwar mit unserer Resistance hier in dieser Zone kommen auch die Weekly EMA Ribbons hinein. Das heißt, das wird auch nochmal Resistance sein. Und ja, ich denke, das ist so ziemlich die größte Hürde. Alles andere sind eher Kleinigkeiten, aber wir gehen auch schon direkt weiter auf den Daily Chart, Leute. Wenn wir jetzt auf den Daily Chart schauen, Leute, dann muss man hier ganz klar sagen, dass eine Sache gleich auffällt, und zwar, wir sind auf jeden Fall über den Daily EMA Ribbons. Wenn ich jetzt hier kurz reinzoome, ihr seht es ja, wir hatten hier immer wieder Rejections erlebt, aber jetzt werden wir momentan von den Daily EMA Ribbons supported, und das ist das erste Mal seit über 40.000 Dollar, dass wir wirklich über den Daily EMA Ribbon sind, Leute. Und dass wir die momentan auch halten. Das heißt, das ist jetzt auch schon mal am Daily Chart eine Sache, die jetzt gar nicht so schlecht aussieht. Und wir haben ja auch eben diesen alten Rejection Point, diesen horizontalen hier. Und hier wurden wir sehr, sehr oft rejected. Auch die letzten Tage immer hier wieder Rejections gesehen. Aber es sieht gut aus. Wir haben die 23.800 bis 24.200 Dollar sehr, sehr gut im Griff momentan. Und ich will jetzt wirklich sehen, dass die Bullen wirklich dieses Level hier jetzt mal halten, dass wir einen weiteren Pump sehen können, Leute. Warum haben wir jetzt ein kleines Run-Up gesehen? Auch bei Ethereum. Ethereum sogar deutlich stärker als Bitcoin, Leute. Und zwar die USA hat eben preisgegeben, dass ich glaube seit März diesen Jahres das erste Mal keine Erhöhung der Inflation war und dass die Inflation bei 8,5% steht. Und das hat natürlich die ganzen Märkte, auch die Stockmärkte, also die Aktienmärkte etwas beflügelt. Aber wir müssen natürlich trotzdem vorsichtig sein. Deswegen ändere ich auch noch nichts, Leute, an unserer Long-Position, die wir eben bei 20.000 bis 21.000 Dollar eröffnet haben in diesem Bereich. Es sieht nicht so schlecht aus, aber wenn wir auf dem Daily Chart weiterschauen, Leute, wir haben zwei verschiedene Uptrend-Supports. Einmal hier und hier, kommt darauf an, wie man ihn zeichnet. Aber das führt mich gleich zur nächsten Sache, Leute.
Es ist eine Art Rising Wedge. Wir haben auch einen sehr, sehr langen aufsteigenden Support so. Und man könnte diesen Resistance auch so zeichnen. Das heißt, es ergeben sich hier mehrere Formen eines Rising Wedges, was ein bearishes Chart Pattern ist. Das heißt, das müssen wir auch noch so ein bisschen im Auge behalten. Aber wie gesagt, es ist schon mal ein gutes Zeichen, dass wir hier über den Daily EMA Ribbons und über dieser horizontalen Resistance drüber sind. Ja, Leute, einfach im Auge behalten. Aber ihr seht auch schon, diese aufsteigende Resistance so, die macht uns momentan eben noch etwas Schwierigkeiten. Also wie gesagt, es ist noch ein bisschen kompliziert oder nicht kompliziert. Man muss auf einige Dinge hier im Daily Chart noch aufpassen, Leute. Und wenn wir auf die kleineren Timeframes noch kurz schauen, dann sieht man, dass eben, ich denke, überhaupt auf den kleineren Timeframes ist dann am logischsten eher diese Form von Rising Wedge, die ich hier eingezeichnet habe. Genau. Ja, ich denke, das ist so, denke ich, das valideste momentan. Wir haben hier ganz klare aufsteigende Resistance, wurden hier wieder zweimal rejected und wir haben auch hier ganz klaren aufsteigenden Support. Am Daily Chart habe ich mehrere Varianten noch stehen gelassen, Leute. Einfach, damit ich das im Auge behalte trotzdem. Und auf den kleineren Timeframes muss man jetzt sagen, Leute, ist es auf jeden Fall sogar vielleicht nochmal denkbar, dass wir nochmal hier runter droppen. Ist eine Möglichkeit. Ich würde aber lieber sehen, dass wir eben schon diese alte Resistance oder diesen Resistance-Bereich hinter uns lassen. Auf den kleineren Timeframes kann man ja sehen, wir wurden hier rejected, wir wurden eigentlich hier rejected, wir wurden hier rejected. Das heißt, es wäre ganz, ganz cool, wenn wir das als Support halten würden. Wenn wir auf den 1-Stunden-Timeframe gehen, Leute, dann sieht man, dass wir momentan vielleicht so eine Art Double-Top formen. Das heißt, das muss man hier im Auge behalten. Und dann könnte es auf jeden Fall sein, dass wir hier auf den Support nochmal droppen. Ganz, ganz klar. Aber da würden wir eh zuerst diesen Bereich wieder verlieren und dann hätten wir hier einen Neckline bei ca. 23.600. Da werden wir dann nochmal drüber sprechen. Aber ihr wisst ja, jedes M kann ein W werden, jedes W kann ein M werden. Das heißt, wir hätten oder die Bullen hätten auch hier die Chance, mit einem Higher Low auch ein W-Pattern zu formen. Es bleibt noch ein bisschen interessant, Leute. Ich ändere momentan an unseren Trades nichts. Sollten wir hier wirklich bullish ausbrechen und die Daily EMA Ribbons vielleicht bullish flippen, dann könnten wir darüber diskutieren, dass wir unsere Position vergrößern. Aber ich denke, für den Moment lassen wir das nochmal so. Und wir haben ja wirklich einen sehr, sehr guten Einstiegspunkt mit einer Long-Term-Position sozusagen, mit einem sehr, sehr kleinen Hebel. Und deswegen werden wir das noch so lassen. Ich werde euch noch ganz, ganz kurz einen Chart zeigen. Und zwar einigen Leuten ist dieser Chart sicher ein Begriff. Es handelt sich hier um den Bitcoin Rainbow Chart. Und es ist so, Leute, dass hier eben diese Regenbogenfarben alle ein gewisses, ich sage jetzt mal, Sentiment zeigen oder einen gewissen Bereich. Und zwar blau ist hier auf jeden Fall extremely undervalued, das heißt extrem unterbewertet, beziehungsweise very undervalued hier in diesen leicht grünen Bereichen dann schon. Und bis auf diese Zone hier, Leute, wo wir sehr, sehr lange in diesem Bereich waren, aber trotzdem ständig eigentlich nach oben gegangen sind, muss man sagen, dass jedes Mal, wenn Bitcoin in diesem Bereich zurückgekommen ist, dass wir ein sehr, sehr gutes Run-Up hatten. Also hier an dieser Stelle von 3.000 bis 12.000 Dollar, bis wir wieder zurückgekommen sind und dann hier von 5.000, ihr wisst es ja, bis zu den 68.000 Dollar, obwohl da waren wir sogar niedriger, da waren wir bei ca. 3.800 Dollar. Aber ihr seht es, jedes Mal, wenn wir in diese extremely undervalued Zone gekommen sind, also in diese extrem unterbewertete Zone, haben wir ein sehr, sehr nettes Run-Up gesehen, was ja auch eine Bestätigung für unser Pi-Cycle-Bottom-Signal wäre. Und ja, das wollte ich euch nochmal mit auf den Weg geben, Leute. Das heißt, wie gesagt, wir haben uns ja die Taschen nochmal voll gemacht bei diesem Dump. Und ja, ich bin eigentlich guter Dinge, dass wir auf jeden Fall kurz- oder mittelfristig ein Run-Up bis auf die 28.000 bis 30.000 Dollar sehen sollten. Und was dann passiert, werden sehr, sehr viele Videos natürlich dazwischen kommen. Und ja, das war es auch schon vom heutigen Video, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Vielen, vielen Dank für euren Support. Wir sehen uns bald im nächsten Video. Ciao.